So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Feuerrot und wie es aussieht, hat Strago auf den Glühweg geschafft und die Hälfte vom Team ist tot oder verkrüppelt oder was auch immer. Ja. Will ich einen Glühweg überhaupt weitermachen? Naja. Auf jeden Fall brauchen wir ein Pokémon Center. So wie das Team gerade aussieht. Aber ich denke mal, ja, dass wir den Glühweg fertig machen können. Bevor wir hier so storytechnisch ein bisschen weitermachen. Ja, am Ende vom Glühweg erwartet uns ja sogar noch ein bisschen was. Aber dann wollen wir doch erstmal weiterschauen. Aber allzu weit ist er hier ja anscheinend trotzdem nicht gekommen. Ein wildes Libitak. Wieso ist Fliege überhaupt vorne? Den will ich eigentlich gerade gar nicht kämpfen. Jake und Mike haben gerade das niedrigste Level, also schicke ich die nach vorne. Dann bräuchten wir Zertrümmerer zum Weiterkommen. Vielleicht hätte ich ein bisschen... Damit haben wir nicht noch ein bisschen Schutz? Jetzt für die letzten paar Schritte durchs Gras. Und sie ist, glaube ich, schon fast nicht mehr. Bei ein paar wilde Pokémon hätte ich mir dabei jetzt schon noch gespart. Sind hier eh nur Level 32, die wilden Pokémon. Lohnt also nicht mal, die umzuhauen. Auch wenn es hier wilde Ponitas gibt. Aber wir haben schon ein Feuer-Pokémon. So, machen wir... Stimmt, Doppelkampf kann man hier noch gar nicht draus machen. Und dann... Machen wir sie einfach einzeln. Doppelt geht eh erst seit der Smaragd-Edition und die Smaragd-Edition kam erst nach dieser Edition raus. Und die Smaragd-Edition ist auch nicht mehr wirklich so aktuell. Wenn man bedenkt, dass wir mittlerweile in Generation 6 sind und hier das hier Generation 3. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal Level 43 für Jake. Ja, dem seine Statuswerte sind auch langsam ganz in Ordnung. Ein Mashok. Mach mal mit Mike, der hat wenigstens eine Kampfresistenz. Was haben wir denn eigentlich alles gerade? Schaufeln wir. Ein Geowurf wollte er machen, wollte man 37 KP Schaden zufügen. Überwurf, der macht mir jetzt überhaupt nichts. Naja, ist einmal Surfer. Hat dann doch gereicht. Warum gerade ich? Weil du mir im Weg gestanden hast. Jeden Morgen vom Frühstück schwimme ich um diese Insel. Ja, wenn du sonst nichts Besseres zu tun hast, kannst du das gerne weiterhin auch machen. Mein Island 1 ist jetzt ja nicht unbedingt die kleinste von den 7 Eilanden und ich habe vergessen, Jake von der Spitze wegzunehmen. Und ich habe ja übrigens mittlerweile gesehen, was Drago mit Zapdos gemacht hat und ja, ich musste mir da erstmal ein bisschen vors Hirn hauen, weil ich frage mich dazu, hat er jetzt eigentlich jemals ein legendäres Pokémon gefangen? Oder es irgendwie versucht. Schließlich gehört da mehr dazu, als einfach nur runterzuschwächen, Statusveränderung drauf und hoffen, dass der eine Ball, den man wirft, reicht. Ich hab's nämlich im Nachhinein mal durchrechnen lassen von dem Fangchancenrechner, wie hoch die Chance war, dass er mit dem einen Hyperball es geschafft hätte, Zapdos zu fangen.
Und das kam auf glorreiche 3,5%. Wenn der drin geblieben wäre, hätte es mich ernsthaft gewundert. Naja, kann man nichts machen. Halt diesmal keinen Zapdos für uns. Vielleicht holen wir uns ja noch Arktos. Lavados eher weniger, weil wir haben schließlich schon ein Pokémon mit... Also wir haben ja schließlich Glurak mit dem Feuerflugtyp. Lavados hätte genau denselben Typ, da ist nicht ganz nötig. Moment. Der Typ war das hier, glaube ich. Oder muss man... Ah, ja genau, der gibt uns jetzt Rimmerer. Aber wenn man hier in die Mitte geht, dann kriegt man seine Pokémon geheilt. So, und mit einem frischen Nidoking geht es jetzt auch weiter. Muss ich jetzt nur langsam mal in die Spitze stellen, weil der ist ja der letzte Level 41er im Team. Flieger will ich jetzt nicht mehr wirklich trainieren. Weil, ich will ehrlich sein, ein Tauros bringt's nicht. Mag noch so schön sein und noch so viel Nostalgiefaktor da mit reinspielen, aber Tauros ist einfach zu schwach. Und da reicht das Mankey gerade nicht mehr aus für ein Level-Up auf 42. Dann müssen wir mal schauen, ob das Rasaf dann reicht. Na gut, das wird auf jeden Fall reichen. Doch, der kommt mit einem Geowurf an. Genau 37 Schaden macht. So, 1180 Erfahrungspunkte und Level 42. Da geht's wieder schön der Angriff nach oben. War's nur eine, mindestens drei Mädel. An dieser Stelle würde ich Jake wieder gerne nach vorne setzen. Aha. Der Glutberg. Ja, der Glutberg. Früher oder später müssten wir ja da sowieso hin, also kann man den Weg auch genauso gut freiräumen. So, okay, ein Star. Leichteste Übung hatten wir bei Mistia schon. Damals mit noch einem Pikachu und ziemlich viel Glück. Heute mit einem Raichu und dafür einer wesentlich stärkeren Attacke und einem dafür genauso tollen One-Hit. Irgendwie geben die Trainer hier kaum Geld und ich glaube, ich schmeiße jetzt doch noch einen Schutz an, wenn wir noch einen haben. Ich meine nämlich, dass ich da noch welche übrig hatte. Top-Schutz haben wir hier zumindest noch. Ah, Moment, wenn ich da schon wieder gerade drüber stolpere. Wir haben ja da noch ein paar Vitamine, Zink, wir brauchen Spezialverteidigung, der Rüsselmops. Calcium, Spezialangriff. Immer Gluraculi. Ich wundere nur, dass der immer noch nicht alle EV verteilt hat. Eisen, wir brauchten die physische Verteidigung. Geben wir Adrian, um seine schwächere Verteidigung auszugleichen. Und Init, geben wir Mike. So, wieder schön ein paar EV verteilt. Hey, schau nicht weg, wenn ich an dir vorbeischwimme. Mir ist egal, wie perfekt das Wetter für den Kampf ist. Das Wetter ist immer so. In diesem Spiel wurde nämlich noch kein Wetter einprogrammiert. Also, bis auf die Wettereffekte im Spiel selber, die man im Kampf hervorrufen kann. Aber ansonsten gibt es ja, glaube ich, keine einzige Zone, wo es irgendwie regnet oder die Sonne scheint. Oder Sandsturm ist... beziehungsweise bis Hagelt. Gab's nur im Rubin und Saphir. Bis dahin. Später natürlich in weiteren Spielen auch wieder, also in Smaragd oder Diamant, Perl, Platin. In jedem Spiel eigentlich gab's da mindestens irgendwo eine Route, wo es irgendwo irgendwann zu irgendwelchen Tageszeiten mal regnete. Was hast du? Warte einen Moment. Ich habe einen großen am Haken.
großen Bass. Der hat 5 Pokémon. Oh, gibt's wenigstens gute EP von dem Trainer. Auch wenn es wieder ein bisschen länger dauert mit dem. Jedenfalls ist das wieder sehr effektiv. Jake erreicht Level 43. Ein Goldini kommt. Ja, okay, machen wir gleich mit Jake weiter. Der hat die besten Voraussetzungen, die ganzen Viecher hier umzunieten, also warum nicht? Geht das Ganze wenigstens schnell vonstatten. Ein Golking. Sogar Level 35. Ach ja. Wenn die Kämpfe immer so einfach wären. Na gut. Ich habe nie behauptet, dass sie irgendwie schwierig wären, aber gut. Auf jeden Fall hat er noch einen Golking. Nochmal schön hinterhergeschmissene Erfahrungspunkte. Beschwere ich mich mal nicht. Ich bin gerade am Überlegen, ob man aus dem Golking überhaupt was machen kann. Das ist ja eher im physischen Angriff gut. Im Speziellen geht's einigermaßen, aber ich kenne jetzt seine Init-Werte und die Verteidigungswerte nicht auswendig. Aber ich meine nicht, dass Golking ein allzu starkes Pokémon ist. Tja. Na, dann surfen wir mal weiter und wir sind jetzt eh schon am Blutberg. Stell dir vor, dieser Vulkan würde ausbrechen. Die Eruption wäre unser Ende. Ist das nicht erschreckend? Während uns die Knie schlottern, könnte ich eine Pokémon-Explosion lernen. Nee, lieber nicht. Ja, genau, du hast recht, das ist zu erschreckend. So, hier stehen zwei Rocket-Rüppel. Hier drüben, wir versuchen hier zu graben. Der Schatz, über den die Vorstände reden, muss hier irgendwo sein. Was zur... Du bist im Weg, verschwinde! Was machen Team Rocket-Mitglieder da? Die haben wir ja eigentlich zerschlagen, ne? Auf jeden Fall schieben wir uns jetzt erstmal den Weg hier durch. Und, ich habe wieder Jake an der Spitze, ne? Schade, dass es noch keinen Voltwechsel gibt hier. Richtig tolle Attacke, die ist seit der fünften gab es die erst, ne? Kehrtwende haben sie mit der vierten reingemacht, aber den Voltwechsel erst mit der fünften. Und natürlich kannst du Stachelspore. Natürlich hast du auch eine Top-Genesung. Ah, das sind mir wieder so richtig nervige Trainer hier. Denkt man mal, es ist einem scheißegal, wenn sie nicht paralysieren, du hast dir noch einen Ruckzuck-Hieb im Set, aber nein, dann kommt sowas. Ach. Ja, jetzt möchte ich wechseln. Gegen Duflor schicke ich am besten mal den Rüsselmops in den Kampf, weil der kann das Ganze schön mit der Psychokinese regeln. Schließlich hat Duflor ja noch so einen schönen Gift-Typ, den wir dann mit Psychoattacken effektiv treffen können. Und noch ein Duflor kommt, ja. Immer her damit. Rüsselmops freut sich schon auf die Gratis-Erfahrungspunkte. Oh, der überlebt sogar. Und natürlich machst du auch Stachelspore. So. Säure greift da hinterher. Das macht sogar noch relativ viel Schaden, weil der ganze Scheiß ja auch noch physisch ist. Schreckend gut. Ja. Ich schmeiß Gluraculi mal nach vorne.
Hier ist anscheinend nichts mit Zertrümmerer. Da könnten wir hier abkürzen, ein paar Trainungen gehen, aber ich will die ja sowieso verhauen. Irgendwas mit Liebeskummer. Wühlnelnura. Und sie hat einen Nocturne. Und da habe ich ja eigentlich genau das richtige Pokémon da. Weil Nocturne auf der speziellen Verteidigung ziemlich stark ist, greife ich da lieber physisch an. Gut, Nocturne ist auch in der physischen Verteidigung noch relativ stark. Aber wenn wir hier schon mal sehr effektiv sind, gibt es auf jeden Fall wieder schöne Erfahrungspunkte und noch ein Nocturne kommt. Das ist doch schön, da freut sich unser Gurak. Auch wenn es immer genau nicht reicht. Ein Himmelhieb. Ja, hätte ich jetzt Fliegen eingesetzt, wäre das sinnvoll gewesen, aber ich kann kein Fliegen mit Gurak. Auch wenn ich es ihm beibringen könnte. So, da gibt es wieder schöne Erfahrungspunkte. Ja, übertrieben hast du's. Okay, gibt's da hinten irgendwas? Ja, ein Item. Ein Angriffsplus. Okay, hätte ich jetzt was Besseres erwartet, dafür, dass das so weit da hinten liegt. Ach ja, Moment, hier geht's ja nicht weiter. Hier geht's weiter. Und da oben steht noch ein Trainer. Ein Vulkan gilt als aktiv, wenn er ausbricht oder kurz vor dem Ausbruch steht. Ja, was du nicht sagst. Herausforderung von Pokémon Ranger Björn. Und er hat ein Owei. Was doch auch gefundenes Fressen für unseren Gurak. Einen schönen Flammenwurf drauf und fertig ist das gekochte Ei. Gibt es auch noch ein Kokobai hinterher. Zusätzlich zum gerösteten Ei gibt es auch noch geröstete Palme mit Kokosnüssen. Ebenfalls geröstet. Gibt heute ein sehr, sehr tolles Abendessen für Gurak. Und weil er das Abendessen gerade so toll verputzt hat, hat er sogar ein Level-Up bekommen. Haben wir noch ein Level 42er? Ja, Mike ist noch da. Die anderen zwei sind ja leider paralysiert. Hier geht's schön durch den Flugberg durch. Und ein wildes Macholo. Weiter. Später müssen wir hier nochmal in den ganz anderen Gang durch, aber ich verrate da mal jetzt mal nicht zu viel. Und das hat auch was mit den beiden Rocket-Rüpeln, die da unten standen, zu tun. So. Da haben wir einen schönen Umweg hinter uns. Das können wir erstmal, wenn wir Zertrümmerer irgendeinem Pokémon beibringen, habe ich jetzt aber keine Lust zu. Ich hole mir stattdessen dieses Item hier. Ein Hyperball. Ja, warum nicht? Dann gehen wir hier hin. So, mal kurz überlegen. Jetzt muss der Fels hier verschoben werden. Dann kann man den hier hin verschieben, den dahin, den dahin und dann kann man den da wegschieben. Ja, und was soll man sagen? Wir stehen hier jetzt vor Lavados und eigentlich wäre es jetzt mal so eine richtig tolle Aktion von mir, wenn ich Dragoheuer an dieser Stelle mal rauslassen würde. Und nachdem ich meine letzten Parts eh überzogen habe und ich jetzt gerade bei knapp unter 20 Minuten bin, gehe ich das jetzt einmal, mache ich das jetzt einfach mal. Ja, ich beende jetzt hier einfach meinen Part. Also, bis zum nächsten Mal. Ich bin mal gespannt, was Drago hier jetzt dann macht. Aber versucht es
in Anführungszeichen versucht, es mal wieder zu fangen, oder ob er es einfach wieder umhaut oder ob er einfach geht. Das kann er nämlich auch machen. Naja, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.